In der letzten Folge haben wir zusammen mit Sam Fischer eine Liste erhalten, die alle Namen enthält, die mit dem Projekt Claw in Verbindung stehen. Und diese Liste arbeiten wir jetzt ganz einfach von oben bis unten ab. Der erste Name auf der Liste war Willem van Dijk, also Wim van Dijk. Und ja. Zudem sind wir aktuell unterwegs. Ich wurde leider etwas aufgehalten. Ja, er befindet sich im westlichen Teil. Hier sind wir schon. In einem abgeschotteten Haus. Neben einem großen roten Baum. Die Farbe können wir jetzt so leider nicht sehen, weil es halt dunkel ist. Aber ja. Wir haben ja den Missionsmarker, deshalb haben wir die ja aktiviert in der ersten Folge von Episode 2. Ich sehe nichts. Also alles wie immer. Da sind wohl schon einige Sentinel am Werk. So eine Scheiße. Sehe aber, also Sichtkontakt habe ich nur mit dem einen hier. Ist aber mindestens noch ein anderer da. Viel besser, genau. Hallo. So. Hallöchen. Sieht nicht gut aus für Van Dijk. Ich muss ihn finden. Ja, dann durchsuchen wir doch mal seine Privatsachen. Ich weiß nicht, warum er sowas in seinen Privatsachen hat, aber okay. Nichts als Dunkelheit. Oh, warte. Nein, nur noch mehr Dunkelheit. Gleich wird's ganz dunkel, mein Freund. Für den wird's gleich ganz, ganz, ganz dunkel. Wenn ich ihn finde. Aber irgendwie finde ich ihn nicht. Wo bist du? Ah, oben drüber. Alles klar. Gut zu wissen. Ich setz meine Nachtsichtbrille auf. Phänomenal. Feind am Boden. Cool. Oh, nicht so cool. War wohl seine Frau. Aber wo ist er? Rhonda van Dijks Ausweis, also tatsächlich seine Frau. Die Bastarde haben seine Frau ermordet, aber keine Spur von Van Dijk. Ja. Sind halt einfach. Sentinel und Wolf sind, egal wie gut oder schlecht ausgebildet, die sind einfach allesamt einfach nur ein Trupp skrupelloser Mörder. Und das verstehe ich nicht so ganz, weil, ich weiß nicht, beim Kartell von Santa Blanca konnte ich es mir gut vorstellen. Aber bei den Sentinels und so, die ja in verschiedenen Dialogen immer mal wieder sagen, dass die US Army Rangers waren oder SEALs oder so, keine Ahnung. Und ja, ich verstehe es nicht. Okay, ein Brief mit Übersetzung hier, wenn ihr lesen möchtet, pausieren. Ich lese nicht mehr vor. Denn Wim immer van wenn ich. Dijk. Wo ist er? Denn immer wenn ich irgendetwas vorlese, schalten irgendwie 3 bis 5% von euch das Video ab und das möchte ich gern vermeiden. Deshalb dürft das ihr selbst Sie lesen. Also Bienenstöcke? So. Zu einer Straße nordöstlich von Van Dijks Haus. Ich das nicht mehr hier oben raus.
Diese Hintergrundmusik gerade, die erinnert mich ein bisschen an 7 Days to Die oder so. Ach, das ist ein Suchgebiet. Okay. Also dann doch wieder noch einen Bienenstock abklappern. Moment. Sind das Bots oder so? Das können wir so nicht sehen. Ich will sehen, ob das Bots sind oder ob das... müssen wir mal gerade Nachtsicht aus. Es sind Bots. Hier sind keine normalen Bienen. Sind Bots. Cool. Deshalb auch diese seltsamen Bienenstöcke. Sehen lustig aus, wie Käfer. Nachtsicht ist alles besser. Ja, komm schon. Geht doch. Das nächste Signal kommt von einem Hügel auf der anderen Seite der Straße. Da drüben. Aber wie viele von diesen Bienenstöcken haben die denn aufgebaut und warum? Ich meine, wenn es Roboter sind. Sind Bots. Dann müssen die doch nicht so weit auseinander stehen, oder? Bei echten Bienen kann ich es mir noch vorstellen, dass das irgendwie einen Sinn macht. Dass die sich nicht irgendwie in die Haare kriegen. Aber bei Bots, ich meine, die sind doch bestimmt so programmiert, dass die sich nicht in die Haare kriegen. Oder in die Fühler. Oder in die Flügel oder was auch immer. Das nächste Signal da unten. Das sieht aber aus wie ein Haus. Das ist definitiv ein Haus. An dem Haus, ernsthaft, an dem Haus bin ich eben gerade vorbeigefahren. Da unten ist noch unser Massaker. Na gut, dann. Ich glaube, ich habe gerade Stimmen gehört von bestimmt da unten. Ich leihe mir jetzt einfach mal das Auto hier aus. Kommt ihr nicht? Mein Gott, dann teleportiert euch halt. Ich warte jetzt nicht ewig auf euch. Ich weiß, Immersive Let's Play und so, aber... Oder ist ja nur Immersive Mode Let's Play, ne? Und nicht komplett Immersive. Komplett Immersive habe ich ein paar Folgen gemacht. Ich glaube zwei. Ein oder zwei. Sind tatsächlich gar nicht so gut angekommen. Programm versetzt wurde. Davy Jones? Das ist doch der Mikrobiologe. Was hat. Wenn Sie uns keine Ärger machen, verschonen wir Sie vielleicht. Oh, was haben Sie mit der Frau erbaut? Wieso musste sie sterben? Ich warne Sie nicht nochmal. Sie war unschuldig. Sie hatte nichts damit zu tun. Absolut nichts. Nehmt ihr den Linken? Bringe mich in Stellung. Hat keiner gehört. Auf dein Zeichen, Ghostlead. Feuer auf 0. 3, 2, 1, 0. Solide Arbeit. Moin, der Herr. Alles gut. Ich werde Ihnen nichts tun. Das ist alles meine Schuld. Rhonda würde noch leben, wenn ich nicht... Ich bin so dumm. Ich habe sie getötet. Ich habe meine Frau getötet. Das stimmt nicht. Nein? Ihre Frau hat sie geschützt. Sie hat an das geglaubt, was sie tun wollten. Oh Gott. Rhonda. Meine liebste Rhonda. Es steht eine Menge auf dem Spiel. Ich brauche Ihre Hilfe. Tun Sie es für sie. Ich helfe Ihnen. Das hätte sie gewollt. Sie wissen, wie man Claw ausschalten könnte, oder? Sagen Sie mir, was Sie brauchen. Ich kann Ihnen helfen. Meine gesamte Forschungsarbeit ist auf einem Server beim Solarkraftwerk. Aber wenn Sie mich dorthin bringen, kann ich Sie sicher löschen. Das würde das Problem erledigen. Nach Ihnen. Also zum Solarkraftwerk. Kein Problem. Ich nehme jetzt mal diese Infos mit, einfach damit nicht überall diese Is aufploppen. Ich hoffe, es ist nur eine.
Natürlich sind es zwei. Das heißt, ein I ploppt noch auf. Mit dem können wir noch reden. Und diese ganzen I's, die stören mich. Mach den doch nicht reden. Ist nur eine Zeitung. Was machen Sie hier? Warum steht in der Zeitung ich hätte drin? Nie für diese gottverdammte Firma arbeiten sollen. Ja, egal, in welchem Projekt. Warum fällst du mir ins Wort? Ja. Hier ist kein Fahrzeug. Ich ziehe meine Nachtsichtbrille auf. Ja, auf der Straße werden wir schon irgendeins finden. Wenn wir die Straße finden. That is. Andererseits sind 600 Meter jetzt auch nicht so super weit. Ach Mist, die Selbstversorger waren doch Selbstversorger, oder? Outcasts waren es, glaube ich, keine. Die hatten doch bestimmt ein Motorrad dabei. Was haben wir denn hier? Eine Patrouille von irgendwas? Ich setze meine Nachtsichtbrille auf. Sentinel. Feuer auf mein Kommando. Rücke vor. Zielt auf den Schützen. Roger, Zielannäherung. Bin schussbereit. Feind im Visier. Feuer frei. Kontakt! Gut geschossen. Gutes Ding, Ghostlead. Okay, Motorräder. Sehr gut. Ab geht's. Das kommt mir gerade so hell vor. Jo, es wird hell. Alles klar. Wasser. Oh Gott. Ich bin einfach ein Genie. Da kann man nichts anderes sagen. Vielleicht doch nochmal absteigen. Das sind zwei. Die kriegen wir so. Da brauchen wir die Teamkameraden nicht. Gut. Wo habe ich mein Motorrad hingestellt? Da. Ach stimmt, er muss ja mitkommen. Da bringt es ja gar nicht so viel, mit dem Motorrad zu fahren. Grafik, da kann man echt nichts sagen. Ja, komm mit, Wim. Sonst wird's noch... Nicht, dass die Mission noch scheitert, weil er zu weit weg ist oder so. Oh nein. Oh nein, ich glaube, ich erinnere mich hier an die Mission. Ein Mann hat mir einen Job angeboten. Es ging um einen Algorithmus für ihre Fabrikdrohnen. Wieso kamen die zu Ihnen? Ich bin ein Experte für das Verhalten von Bienen und weiß alles über Schwarmpsychologie, wie man diese erkennt und beeinflusst. Sie wussten nicht, dass die Waffen bauen? Nicht, bis es zu spät war. Die Situation ist eskaliert. Die griffen mich an. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Also das typische Nuklearwissenschaftler-Syndrom. So, das Problem ist, also was ich eben sagen wollte, wenn das die Mission ist, von der ich denke, dass es ist, werden wir ganz bös angegriffen, wenn der anfängt, seine Daten zu löschen. Ach du Heilige, sind da viele Wachen. Feuer auf mein Kommando. Brauche freie Schusslinie. Mein Ziel erfassen. Feuer frei. Okay, Ghostlead, alles sauber. Nice. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir hier die KI-Kameraden jetzt noch ein bisschen aufleveln können, bevor hier gleich die Loot hier abgeht. Stellen wir auf Einzelfeuer. Ziel auf den Schützen. Alles klar, Boss. Gehe dorthin. Bin soweit. Mein Ziel erfassen. Die beschafft ihr ins Geld. Läuf mich auf Feind zu. Ziel ist in Deckung. Ausgehen. Ich bin schussbereit. Ich schick dir, was ich habe. Das ist noch einer. Das war's. Wir haben alle erwischt. Gut gemacht. Nicht ganz alle. Vielleicht jetzt.
Da oben sind auch noch drei auf dem Dach. Huch, hallo. Wie er mich einfach permanent anguckt, aber gar nichts macht. Hallo. Ich muss mal gerade gucken. Also irgendwie kommt mir die KI gerade super dumm vor. Taktisch ist angepasst. Taktisch hat ja nur was hiermit zu tun. Aber Schwierigkeit Gegner extrem? Also, was ist mit der KI los? Die sind ja ultra dumm. Was ist mit dem da hinten? Den hätte ich auch gerne noch ausgeschaltet. Deaktiviert. Zack, das war er. Ja, ich sehe einen Commander. Und ich weiß aber, dass noch einer oder da oben ist irgendwo. Ja. Versucht's doch. Okay, holen wir sie uns. Autofeuer. Erledigen wir den Scheiß. Ah, Schockgranate. Nein, verdammt. Ah. Da war ich ein bisschen zu cocky. Ach ja. Kommt mich mal bitte jemand wiederbeleben, das wäre ganz freundlich. Vielen Dank. Fix it. Fugen? Vielen Dank. Bin ich verletzt? Negativ. Nur ein bisschen angekratzt. Okay. Dann schauen wir mal auf dem Dach, wie es aussieht. Da haben wir alle. Oh, Geld. Oder was auch immer. Ich weiß zwar nicht, warum die Drohne immer explodiert, wenn der Akku leer ist, aber... Morde? Ich habe keine Morde begangen. Ich habe nur KI deaktiviert. Team, Feuer frei. Feuer! Dann machen wir das Ganze doch mal kurz. Zack. Fertig. Ende Gelände. Nachtsichtbrille aktiviert. Das war's, oder? Ich glaube, das war's. So, wenn das ist das, was ich denke, dass es ist, dann kommt da gleich eine Drohne und ein Heli und so weiter. Ich mache schon mal den Schalldämpfer ab. Leg hier ein paar Minen hin. Ich weiß nicht mehr genau, wo die Drohne rumfährt und so weiter. Dieses Gebiet ist sauber. Komm zu dir. Sehr gut. Habt ihr fein gemacht. MC Van Dyke ist auch unterwegs. So, wo ist das Ding, was er hackt? Da hinten, ne? Und da noch eine Mine hin. Kommen da nämlich auch, glaube ich, ein oder zwei Fahrzeuge mit Minigun. Meine gesamte Forschung ist hier. Sobald ich lösche, wird Alarm ausgelöst. Sie müssen mir Deckung geben. Ja, ich bin schon dabei. Oh, da kommen sie schon. Oh, verdammt! Ich bin noch nicht bereit! Ja, verdammt. Warum hat er schon angefangen? Mensch, Wim. Team, Feuer frei. Feuer frei! Ich sehe keinen. Da. Da noch einer? Stimmt. Ja, das ist sehr nett, danke. Aber da kommen noch. Das war noch nicht alles. Da hinten sind sie schon. Da kommt der Heli. Team, Feuer frei. Team, Feuer frei. Zeig sie! Lade nach. Ach, das ist Fury. Wo sind die Feinde? Achso, ich habe doch die Sicht. Nein, habe ich nicht. Ist nicht aufgeladen. Verdammt. Leider. Ah, doch, habe ich.
Nicht mehr lange. Nachtsicht ist an. Was ist das denn? Ach, das ist der Heli. Oh. Apropos Kampfdrohne. Geh kaputt! Wow. Weniger Respekt zollen, mehr schießen. Ja, was ist? Mach weiter. Junge, was ist los mit dir? Yay! Ist noch einer. Ja, ich würde gerne die restlichen Gegner eliminieren, aber Fixit macht das schon. Zack. Hey, ja. Ein bisschen Action am Morgen. Sehr schön. Hat tatsächlich Spaß gemacht. Wie geht's Ihnen so? Meine Welt ist zerstört. Ich muss einfach weitermachen, um sie zu ehren. Damit meine Arbeit nicht in die falschen Hände gerät. Was genau haben Sie bei Claw gemacht? Ich habe den Algorithmus entwickelt, der es den Drohnen erlaubt, sich autonom zu bewegen. Ich gab ihnen die Macht, eigenständig zu denken. Gibt es was, das ich gegen sie einsetzen kann, um sie aufzuhalten? Das Einzige, was den Algorithmus aufhalten kann, ist ein Virus. Stören Sie die Kommunikation und der Schwarm ist besiegt. Das überlastet Ihre Prozessoren. Aber Sie brauchen Zugang zum Relais, damit das funktioniert. Danke. Und jetzt, wo ein Kopfgeld auf Sie ausgesetzt ist, sind Sie bei den Outcasts wahrscheinlich am sichersten. Ich kenne ein paar, die ich anrufen kann. Wenn Sie von Rhonda hören, helfen Sie mir vielleicht, sie zu rächen. Vielleicht. Passen Sie auf sich auf. Nice. Deep Blue, ich habe vielleicht einen Weg gefunden, Claw zu zerstören, wenn es uns angreift. Wir müssen auf das Schlimmste gefasst sein und das wäre mit Sicherheit das Schlimmste. Erzähl mir davon, wenn wir uns sehen. Alles klar. Nice. Sehr schön. Ein paar Explosionen zum Schluss und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.